Jo, meine Freunde, was geht ab? Euch Xavier am Start. Mit leider gar keinem Video. Eigentlich wollte ich gerade Clash of Clans und Simpsons für heute den Sonntag aufnehmen. Aber mein Aufnahmegerät zeigt gar nichts mehr an. Mein kompletter Bildschirm war schwarz. Mein Handyscreen wurde nicht übertragen. Was schließe ich daraus? Mein Aufnahmegerät hat jetzt komplett den Geist aufgegeben. Ich weiß nicht, was los war. Gestern lief noch alles ohne Probleme. Ich hatte zwar immer dieses kleine Flackern zwischendurch, habe ich euch ja auch schon erzählt, dass mich das gestört hat und dass ich wahrscheinlich ein neues Aufnahmegerät kaufen werde. Aber viele von euch haben gesagt, das fällt mir gar nicht auf, das stört mich gar nicht, das ist nicht so dramatisch. Deswegen habe ich gedacht, ja gut, wartest du noch ein bisschen damit und jetzt ist es kaputt. Das ist gar nicht so erfreulich. Was heißt das für euch und was heißt das für mich? Für mich heißt das, ich kann keine Videos machen, erstmal. Und zweitens, ich werde mir jetzt direkt nach dem Video, also nachdem ich hier meine 5 Minuten gequatscht habe, normalerweise wird jeder so sagen, ja, ich kann keine Videos mehr machen, tut mir leid. Und ich erzähle hier wieder eine halbe Stunde. Nein, also ich werde, wenn ich hiermit fertig bin, direkt mir ein neues Aufnahmegerät bestellen. Und hoffe, dass das so schnell wie möglich kommt, damit ich die Videos nachholen kann. Weil ich wollte euch einige Sachen zeigen, die leider zeitlich begrenzt sind. Wie jetzt in Simpsons dieses eine Event. Das ist ja dann, je nachdem wie lange das mit dem Aufnahmegerät dauert, schon wieder vorbei. Dann in Summon of War wollte ich den Turm mit euch machen, für die Leute, die es wissen, beziehungsweise die Summon of War spielen und gucken, ist der Turm zeitlich begrenzt und wird bald wieder zurückgesetzt und ich wollte das ja mit euch zusammen machen. Deswegen, ja, es ärgert mich ziemlich. Was heißt es für euch? Es kommt jetzt erstmal kein Video. Ich kann hier keins machen, ich könnte höchstens reden und im Hintergrund ein Bild reinsetzen, das wäre aber... Ich glaube, das wäre nicht so spannend, wenn ich einfach irgendein Artwork hinten reinsetzen würde und irgendwas reden würde. Wobei, manche würden sich das auch anschauen, aber worüber sollte ich schon reden? Das wäre ja wohl ziemlich langweilig. Naja, auf unbegrenzte Zeit wird jetzt kein Video kommen. Das tut mir leid, also... ich finde es selbst sehr traurig. Ich finde es sehr, sehr traurig. Keine Sorge, ich werde auf keinen Fall aufhören. Das habt ihr meinem Aufnahmegerät nur zu verdanken und ich hasse dich, mein Aufnahmegerät. Was tust du mir an? Nein, es hat mich eigentlich sehr, sehr viel, viele Stunden und treue Momente begleitet, kann man das so sagen? Es hat gute Arbeit geleistet und ja, gut, wenn ich mal überlege, wie viele Stunden ich aufgenommen habe. Und mein Laptop gibt langsam auch den Geist auf, also er lebt noch, aber ich brauche bald auch einen neuen Laptop, weil wenn ihr euch mal überlegt, wie lange er am Stück an ist, gut ist bei vielen anderen auch, dass der Laptop dauerhaft an ist, aber bei mir ist es so, dass mein Laptop manchmal 2 Tage am Stück an ist, aber in den 2 Tagen dann nicht einfach nur so vor sich hin schweigt, sondern dann Videos rendert und bearbeitet und was auch immer und das kostet viel Leistung und Grafikprozessor-Kram. Keine Ahnung, Grafikprozessor ist klar. Ihr wisst, was ich meine, also mein Laptop leidet auch. Danke Laptop, du bist ein tolles Gerät. Mein Handy leidet auch, mein iPad leidet auch an dem Spielen und Aufnehmen, aber naja, die sollten das überleben. Nur mein Aufnahmegerät ist heute am 5.9. um 19.35 Uhr gestorben. Rest in peace, mein Aufnahmegerät. Wir ersetzen dich direkt durch ein neues. Nein, es tut mir leid. Ich sage euch natürlich Bescheid, sobald ein Video kommt, beziehungsweise ihr werdet sehen. Dann kommt direkt ein Video. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen werde. Je nachdem, wie lange das dauert, kann ich natürlich nicht alle Videos nachholen, die in der Zwischenzeit gekommen sind. Aber die Serien kommen dann ganz normal weiter. Ich werde dann bei dem Trophy Push in Clash jetzt zum Beispiel genau das dann zeigen, was ich heute hätte zeigen wollen, nur dann ein bisschen anders, weil dann sind andere Wiederholungen verfügbar. Wir haben Clan Krieg wieder gewonnen, da wollte ich euch nochmal kurz was zu sagen, beziehungsweise euch einen Angriff zeigen, aber naja, machen wir das Beste draus und ihr genießt eine Auszeit von mir. Oh Gott. Ihr könnt hier noch immer die alten Videos gucken, ich empfehle es euch nicht, macht das nicht, die sind grauenvoll. Aber
Ich glaube, ihr überlebt die paar Tage, beziehungsweise höchstens eine Woche. Höchstens eine Woche, so lange wird es nicht dauern. Sonst gehe ich da persönlich vorbei. Oh, ich rufe das, na, keine Ahnung, anrufen wird nichts bringen. Ich würde persönlich vorbeikommen und denen das Aufnahmegerät aus der Hand reißen. Aber naja, für mich heißt das ein bisschen Ruhepause vom Quatschen. Jedenfalls in Videos. Nicht, dass mir einer das im richtigen Leben verbieten würde, aber mir fehlt so ein Stück. Also es ist schon so, naja, so eine kleine Routine. Ja, ist logisch, wenn man Videos macht, dass es eine Routine ist, dass man Videos aufnimmt. Aber irgendwie, das tut so gut, wenn ich die ganze Zeit an der Hausarbeit sitze und dann abends, wenn ich fertig bin für den Tag, beziehungsweise keine Lust mehr habe, wenn ich dann mich hinsetze und ein Video aufnehme, das ist dann schon irgendwie Entspannung und dann kann ich abschalten. Aber naja, mein Aufnahmegerät will nicht mehr. Ja, wir leben damit und ich besorge ein neues und wir sehen uns dann hoffentlich so bald wie möglich wieder. Ich hoffe, dass es euch in der Zwischenzeit gut geht, ihr die kleine Auszeit von mir genießt und wir uns dann sehr, 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 sehr bald wiederhören. Und dann sag ich vorerst zum letzten Mal, vorerst, so lange wird's nicht dauern. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.